Oh, und damit willkommen zurück zu Tempest Rising. Ja, wir starten jetzt immer die zweite Runde. Und wir machen jetzt mit der Tempest Dynasty weiter. Auch auf Insane. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es ist ganz anders zu spielen als bei der GF. Weil hier ist es doch ein bisschen härter. Also müsst ihr schon genügend bauen. Vorsichtig nach vorne gehen, aber ihr werdet gleich alles sehen. Welcome back, General. Command is pleased with your work. The Tempest you harvested will go a long way to fueling our cause. If you're going to be out there on the front lines, you should know more about it. The Tempest is more than a resource. That's how GDF sees it. But they are short-sighted. It is true power for everyone. Power that anyone can have. It came to us in our time of need. That's what our dynasty was founded upon. Ja, wie auch bei der GF, könnt ihr jetzt hier jeweils hier Fragen stellen, also drei Fragen, oder ihr geht einfach direkt rein. Also wir machen das mal ganz klassisch, auch wie bei der GDF, jetzt mal alles an Fragen hier stellen. The Tempest is the birthright of our dynasty. The radiation that saturates our lands after the Great War makes it the perfect environment for the vines to grow. They start underground in the upper crust, growing straight out of solid rock. But our scientists have yet to find a termination point. It's not like the vines are all connected somewhere. They just start growing. It's as if the seeds were there all along, and the fallout was all they needed to grow. But that doesn't make sense. The Tempest grows even where there is no radiation, just at a significantly reduced rate. 10 years in, and even with everything we can do with it, we still have so many unanswered questions. Simple. The Tempest is energy. Energy is money. It came to us. It grows on our land from our irradiated soil, cleansing it and providing us with clean energy with which to rebuild. The people almost lost everything to that fool's war. But we were blessed with this one gift. The GDF machine hungers for more fuel as it continues to expand across the globe. While the biologists are all squabbling over how to classify the organism, if it can even be called that, it's the pod juice you need to know about. The fluid inside possesses what should be impossible qualities. The quantity of energy it somehow stores is astonishing. That's why you see the electric charges around the vines. And why you don't want to drive unshielded vehicles through Tempest patches. We've mostly converted to Tempest power across the board. And I've heard the R&D teams are working on all sorts of fun stuff. I'll keep you posted, shall I? Das klingt schon mal sehr, sehr interessant. Ich bin wirklich gespannt darauf, was für Superwaffen die beiden Fraktionen bekommen werden. Also ich kann mir wirklich, wie ich ja schon mal in der letzten Video gesagt habe, bei der Dynasty auch gut was Tempest-basiertes vorstellen. Auch die Upgrades im späteren Verlauf, dass die auch auf Tempest basiert sind. Das ist so ähnlich wie bei Nod. Genauso ähnlich wie bei Nod. Die haben sich auf Tiberium spezialisiert, haben es an Menschen ausprobiert. Darauf ist das Projekt Regenesis sehr gestartet. Daraus sind die Mutanten herausgekommen und die Cyborgs plus die Reaper und was dazugehört. Ja, und dann die Tiberium-basierten Waffen, sprich die Tiberium-Bombe, auch von Nod. Ja, gucken, was uns hier noch erwarten wird. Bin mir echt gespannt. Understood. Let's get you back out there. Got something a little different for you, General. A naval GDF task force is a little off course. They seem to have gotten lost in the Black Sea and ended up deep in Dynasty territory. I suppose that's what happens when their scopes can't find half of our bases. That being said, they've brought enough firepower to establish a small foothold. If I may make a recommendation, perhaps you should give them a map when you turn them out of our base. Good luck, General. Ja, jetzt können wir auch ganz normal wieder so auswählen wie bei der GF. Gehen wir mal auf Doktrin drauf. Ja, man sieht ja schon, ich habe das schon ausgewählt. Ich habe das in der Proberunde mal gemacht. Hab die mittlere Sektion genommen. Gucken, ob Armory auch noch alles drin ist. Ja, Armory genauso wie in der Proberunde. Lass ich mal alles so drin. Also könnt ihr mal gucken, Veteranencrew. Lass ich alles mal so drin. Und dann gehen wir mal auf Deploy.
A GDF naval sortie have captured one of our bases by the Black Sea. A VIP stationed at this base guarantees he possesses information worth mounting a rescue mission. Reclaim the base and the Tempest, and secure the VIP. We will deny GDF intel at least, but if it is of no value to the Dynasty, you are authorized to deal with our VIP yourself. So, jetzt sind wir endlich mal in der Mission drin. Deutlich kürzer als in der ersten Folge. Gut, da muss man ein bisschen was erklären. Kommt mal zurück. Na, ihr müsst zurückkommen, das waren nämlich die Kollegen hier. Geht erstmal in die Mitte rein. Komm mal mit, komm mal mit. General, Tizia has intel on an informant who was stationed here when GDF attacked. We cannot allow GDF to take him. Wir können zum Glück die ganzen Miet entschärfen hier. Unsere Ingenieure. Da kommen schon die Angriffe. Ich hoffe, die gehen jetzt auf meine Panzer drauf. Perfekt, machen es auch. Sind wirklich sehr, sehr mies gegen Infanteristen. Steuerung ist echt noch so ein Ding, wo ich sagen muss, boah, müsst ihr echt nacharbeiten, weil das ist auch nicht spielerfreundlich, wenn ich die ganze Zeit hier mit den Pfeiltasten spielen muss und ich habe keine Hand frei, um meine Einheiten hier auszuwählen. Das finde ich echt noch nicht gut, aber wird noch ein Bericht so kommen, was man noch ändern könnte. Das ist ja so genial an Demos. Einfach mal ausprobieren, wie es funktioniert, wie es bei den Leuten ankommt, wenn dann Feedback kommt. Wir reden hier von konstruktiver Kritik, nicht einfach sagen, das Spiel ist scheiße. Sondern wir reden von konstruktiver Kritik. Mir fehlt auch noch so ein Button mit Einheiten nach Typ auswählen. Gut, mit Doppelklick auf die Einheit haben wir so. Oh, haben wir eine Überraschung hier unten. Und wir fahren euch alle platt. Gut, dass ich jetzt mit bei ihnen gelandet bin. Es war schon sehr knapp mit dem Panzer. Natürlich kann man mit den ganzen Leuten noch mit hier reinrennen, nur ich weiß, was die ziehen. Da muss man ein bisschen Risiko eingehen. Wie geil das gemacht ist, ne? Jetzt noch die Gebäude ein. Ja gut, die sind zerstört. Ja gut, man könnte jetzt hier reingehen. In den Gebäuden verschanzen. Das fehlt mir auch noch hier. Vielleicht wird das noch mit eingebaut. Wäre schön. So, Ingenieure, kommt mal mit. Ich finde das wirklich noch schwierig mit der Tastatur. Also wenn man jetzt hier die rechte Maustaste gedrückt hält, müsste man normalerweise die ganze Karte so bewegen können wie jetzt hier. Ich habe es schon mal erklärt, ich erkläre es gerne nochmal. Oder erzähle es nochmal. Ich hätte das gerne so, wenn ich die Maustaste gedrückt halte, zack, 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 hier rumgehen. Erstmal Panzer reparieren, weil auf Insane ist das wirklich nicht lustig. Gerade die, was heißt die Mission? Ja gut, wir können jetzt nur die Mission spielen. Also man merkt deutlich den großen Unterschied zwischen GDF und der Dynasty. Also hier ist die GDF deutlich aktiver als die Dynasty als Gegner.
Verstehe ich nicht. Guck mal, ob wir das ausrichten können. Kommt ihr mal mit. Kommt mit hier vorne hin. Ich kann damit die Panzer nutzen, um die Leute hier Platz zu fahren. Und zurückkommen. Den Panzer auch mal auswählen. Sonst läuft das hier nicht. Das andere Ding, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Meine ganze Spielbalance hier. Wie das Spiel so funktioniert. Ja, ich gehe ein bisschen vorsichtiger vor. Gleich, wenn wir bauen können, dann geht wieder alles auf Ganze. Könnt ihr schneller reparieren? Da sieht er nicht so aus. Guck mal mit, ich glaube, damit dürfte jetzt kein Panzer mehr stehen. Bleib bitte da unten. So, die ganzen Leute überfahren, das ist am einfachsten. Den Panzer nehmen wir mal mit. Komm her, Kollege, komm. Das ist so ein Drecksack, ne? Das ist so ein Drecksack. Komm mit hier vorne hin. Warum ich jetzt so vorsichtig bin, ich weiß, was nachher ankommt. Ich will so viele Einheiten wie möglich behalten. Und ihr müsst die auch passend stellen, weil die Angriffe nachher, die kommen jetzt in einer Tour von zwei Seiten. Und da will ich so viele Einheiten über haben, wie es nur geht. Also nicht unnötig hier in Kampf verlieren. Diese festen Cutscenes. Na, es muss nicht sein, dass ich da jetzt auch vorher kämpfen können. Ein VIP könnte dich aufhalten, der fährt einfach weg. Das ist einfach so. Den Rest lasse ich mal nachziehen. Das fehlt mir noch. Also das ist wirklich so ein Ding, was ich den auch schreiben werde. Ganz dick und fett. Bitte, bitte, bitte ändern. Das ist ganz schön. Leute überfahren. Gerade was hier gleich ankommt. Die ganzen Infanteristen nicht bekämpfen. Überfahren. Einfach überfahren. Ganz stumpf. Komm mit, mal mitteilen hier. Dafür haben wir das Reparaturfahrzeug. Oben steht noch ein Panzer und zwei Buggys haben wir noch oben drin. Na, kommen Sie mal mit. Mal generell die eins mal mitnehmen. Lass die Panzer mal vorfahren, sollen sich mal um die Buggys kümmern. Grillen die Leute. Das ist schon mal durch. Wir werden uns mal passend positionieren. Den Kollegen mal hier oben hinpacken. Hier kommt schon mal mit. Das Päckchen einsammeln. Na, die Flammentruppen. Ja, irgendwo positionieren.
Panzer natürlich. Jetzt muss man den richtigen Punkt auch finden. Nur zwei Rocketeers kommen hier oben hinstellen. Die kommen mit hier vorne hin. Einer geht hier rein. Und die Ingenieure dienen auch noch als Fahrzeugmonteure. So, jetzt bauen wir mal unsere Basis. So, der kommt hier mit hin. Ihr kommt auch mit hier hoch. Der Kollege, den packen wir mal hier oben in die Ecke rein. Infanteristen nehme ich mit Kusshand. Waffenfabrik. Ja, ich wusste, dass das angreifen. Passiert auf jeder Stufe, dass sie früh angreifen werden. Also sie kommen von zwei Seiten. Und ihr müsst beide Seiten kontrollieren können. Wenn die Leute vorzeitig rausgehen, oh, sonst wohin laufen, lasst sie laufen. Lasst sie einfach laufen. So, zwei Sonnen. Könnt ihr mal sehen, was für eine Spezialfähigkeit der Kollege hier hat. Das ist richtig geil und unfair. Das meine ich hier unten. Fahrt mit dem Panzer hin. Nennst du so raus. Die Panzer, die werden anderweitig rausgenommen. Na gut, die Infanteristen jetzt hier rumlatschen. So, zack. Das müsst ihr aber reparieren. Dadurch wird die Bauzeit verkürzt. Also ich werde mich nur auf Raketen, also auf Rocketeers und auf Panzer spezialisieren. Eventuell auch auf Flammentruppen. Wird sich aber noch zeigen. Erstmal ein paar Sammler hier bauen. So, die Hand von Nott. So, meine Ingenieure, wir müssen eigentlich ein Minenfeld hier hinlegen, also ein Neuner. Was? Low Power? Wieso Low Power? Construction complete. Mal sofort bauen. So eine Hand. Dann bauen wir, Kollege. Brauchen noch einen Sammler. Schick mal hier vorne mit hin. Die Kollegen, die packen wir mal mit hier hin. Die Bauliste, die hauen wir komplett, na, nicht voll. Kommen wir bauen uns mal 30. Wollen wir nicht übertreiben. Und zur Not einmal zack anmachen. Nochmal auf reparieren. Nebenbei, jetzt brauche ich noch Radar, damit wir auch wissen, wo unser VIP ist. Ich weiß nicht, ob die Raketenleute es auch packen würden, wenn sie hier oben stehen bleiben. Um die Leute rauszunehmen, dann muss ich nicht ständig mit dem Panzer hier rausfahren. Kann ich mich ganz auf andere Sachen hier konzentrieren. Zum Beispiel reparieren. Reparieren geht teilweise schneller als dass es hier kaputt geht, seht ihr ja. Also der extra Boost, also wenn das Kraftwerk passend stellt, könnt ihr noch die Sammler mit reinnehmen. Das ist schon sehr, sehr mies, das Feature. Mies ist aber positiv gemeint. Können wir noch ein Kraftwerk dazu bauen. Dann geht automatisch aus, dann gehen die normalen Betrieb rein. So, 20 Panzer, das dürfte auch erstmal reichen. Den Vorposten hier, den können wir nachher hier vorne setzen. Das ist der beste Ort. Dann haben wir hier ein Tempestfeld. Wir haben, ja gut, das Tempestfeld hier vorne, das können wir vergessen. Das wird ständig angegriffen. Von den Leuten hier, das müssen wir ein bisschen absichern. Dann verschieben wir die Basis ein bisschen nach unten. Weil das Feld wird auch schnell abgebaut sein. So, das ist mal durch. Dann können wir den wieder auf Kette machen. Nebenbei reparieren, das darf man nicht vergessen. Das ist die beste Position bei euren Raketenleuten, die hier oben stehen bleiben.
schießen die von hier oben runter. Die müssen hier überall lang laufen, auch die Fahrzeuge, bis die hier endlich mal durchgekommen sind. Das dauert. Haben wir natürlich jetzt den Vorteil. Du musst auch vorsichtig hier vorgehen, weil der Außenposten, der hier vorne kommt, der ist gut verstärkt. Dann haben die hier noch ein Tempestfeld mit Sammler. Das werden wir jetzt gleich sehen. Da müsst ihr wirklich mit einer größeren Armee reingehen. Geht schrittweise in dieser Mission vorwärts, wenn ihr auf Insane spielen solltet. Pusht nicht unnötig. Es ist erstmal wichtig, dass wir die ganzen Tempestfelder unseren Beschlag nehmen. Ja, seht ihr mal drei Fraktionen hier rein. Und Raketenleute, ach, hör mir auf, das ist so ekelhaft stark wieder. Aber mit irgendwas muss eine Fraktion ja auch Stärken und Schwächen haben. Du kannst ja nicht nur Stärken haben. Haben wir es zum Beispiel sehr stark gegen Infanteristen, aber wegen, wenn du so viele Leute hier stehen hast, da kommst du auch nicht mehr durch. Kannst du machen, was du willst. Anfangs war ich auch skeptisch gegenüber den Einheitenlimit. So ist richtig. Mittlerweile finde ich es auch gar nicht mal so schlecht, dass wir nur maximal 200 bauen können. Ich dachte wirklich, es würde nicht ausreichen, auch wegen Schlachten her. Also ich finde schon ordentlich, was wir teilweise hier sehen können. Auch mit was für Truppen, die ankommen. Es ist noch im Verhältnis wenig, was ihr so gewohnt seid, auch von Mods her. Aber nehmt Mods nicht als, sagen wir, als Blaupause jetzt für so ein Standardspiel. Jedes Standardspiel, also generell die Standardspiele von C&C sind auch nicht dafür, sind dafür nicht ausgedacht worden für Massenschlachten. Das ist in den Mods irgendwann mal so gekommen. Man sieht Mental Omega, Tiburon Crisis, Rinnerack Project und sowas, die ganzen Massenschlachten. Tiburon Wars war da nie für ausgelegt. Nie. Habe ich auch mal getestet. Und es war in einer gewissen Einheitenmenge Schluss. Könnt ihr vergessen. Von daher einfach genießen. Auch solche Spiele hier. Wenn noch einen Angriff hier abwarten, dann gehen wir hier unten hin, stellen unseren Außenposten hin. Constructing. Und dann will ich noch eine Hand haben. So, das Team kommt noch, da kommen die noch, dann gehen wir langsam mal runter. Nehmen die Leute mit. Construction complete. Ich fürchte, das ist noch zu wenig. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich befürchte, da oben geht gleich was kaputt. Du, Kollege, du stellst dich mal hier vorne hin. Das meine ich. Wir müssen den Panzer jetzt mal drüber fahren. Ja, hier musst du auf alles achten, ne? Oder nach außen passen. Den müsst ihr wirklich verstärkt angreifen. Nicht mit den Anfangseinheiten, sondern mit den Einheiten, die ihr gebaut habt. Schafft ihr sonst nicht. Das packt ihr nicht, hier durchzukommen. Das ist viel zu viel. Auch jetzt nicht weitergehen. Seid froh, den Außenposten kaputt bekommen zu haben. Wenn ihr jetzt weiter runtergehen wollt. Oh, da kommt noch einiges auf euch zu. Dann gehen wir zurück, Kollege. Wir werden einmal hier was reinhauen. So, wir werden es auch mal langsam laufen lassen. Guck mal weiter runter, Leute. Einfach drüber fahren. Einfach drüber fahren. Der wird es aber nicht überleben. Ja, ein bisschen abwarten. Wie sieht denn das Feld hier oben aus? Wir können schon mal einen Sammler wieder mitnehmen. So. Diese Sammler wieder zurückholen.
Die kleinen. So, wir sind soweit. Fahrt ihr mal nach vorne, Leute, das gefällt mir nicht. Gut, die bewachen hier oben. Ein paar Infanteristen grillen. Natürlich kann man jetzt rushen wie blöd, aber das muss man ein bisschen anders angehen hier. Natürlich kann man auch sein C&C-Wissen hier anwenden. Das geht sehr gut. Aber das blinde Rushen würde ich sein lassen, weil die KI wirklich ganz, ganz anders reagiert hier. Okay, Waffenfabrik brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, die eine wird reichen. Ja, wir sind da schon auf dem Limit. Wir sind... Limit haben wir erreicht. Kommt mal weiter runter. Das ist der Vorteil, wenn wir die Infanteristen mit grillen. So, kommt mal mit hier hin. Ihr sollt mal mit beschützen. Falls das durchkommen sollte, haben wir immer noch ein Backup hier. Das ist ganz wichtig, immer eins zu haben. Geht niemals mit allen euren Einheiten hier los. Genau, ein Sammler müsste auffällig sein. Unit ready. Kollege, ich habe gesagt, Recall Harvesters. Wieso machst du das dann nicht? Unit ready. Dankeschön. Muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen mit den Sammlern hier. Ich finde das Prinzip sehr interessant. Mobile Sammler hier zu haben. Ja, man sieht ja die Sammler kaum noch was hier ein. Der bleibt erstmal hier alleine. So, wir werden schon am Scheppern hier. Ja, Leute, was macht ihr denn für einen Blödsinn? Kraftwerke immer im Lager lassen. Sammler schicken wir mal. Komplett auf dem Feld kann er nicht hängen. Komm, hier kommt er mit nach oben. Jetzt ziehen wir ein paar Leute wieder mit ab. Gehen wir so langsam mit rein. Müssen wir vorwärts kommen hier. Passt auf die Grenadiere auf. Fahrt mit Panzern vor. Überfahrt die sofort. Die sind sauschlimm. Kann man vergleichen mit GDI. Grenadiere, die müsst ihr auch sofort platt machen. Hast du was zu melden da vorne? So, warte mal durch. Genau, wir können hier ein bisschen arbeiten. Bleibt mal hier oben, Leute. Junge, willst, was ist denn los mit dir, hä? Haben wir Langeweile? Fahrt mal durch, fahrt mal durch. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? So, stelle ich mir, das ist schon wieder eine richtig geile Schlacht. Das macht mir richtig Bock. Auf diese Grenadiere müsst ihr aufpassen. Rausgenommen, die Penner. Haut mal ab. Ah, hier standen ja auch noch Panzer. Ah, mir ist Platz für neue Sachen, ne? Ja, nicht schlimm, alles gut. Alles gut. Alles gut. Unit lost. Ja, deswegen habe ich immer ein kleines, immer einen ganz kleinen Puffer. Wollen wir das Infanterist mit rausnehmen? Das wollte ich eigentlich mit dem anderen Angriff auch so gemacht haben.
Wo kam es gleich dazu? Unit lost. Kommen Sie mal mit. Unit ready. Unit ready. Aber rüber, rüber, rüber. Unit ready. Joa, jetzt wollte man das andere rausnehmen, ne? Das ist auch so ein Nachteil, wenn die meinen, die müssten unbedingt stehen bleiben. Ja, Grenadiere. Hat aber lange überlebt, der Kollege. Muss man ihn lassen. Das sind doch alles Raketen, Leute. Die könnten doch alle mit da hoch. Na, zu nah will ich jetzt auch nicht rangehen. Oh, Sonder kaputt gemacht. Letztens hatte ich ja, die dürfte nicht so weit pushen. Ich hab das gerade mal. Ich wollte es einfach gewusst haben. Ohne Witz. Ich wollte es einfach gewusst haben, was passiert ist, wenn ich jetzt komplett reingehe. Ihr habt ja gesehen, das war ja nicht die beste Idee. Das hätte man sich wirklich auch sparen können. Das war ja einfach nur. Einfach nur Spaß jetzt. Mal ein bisschen rumspielen. Was passiert, wenn man dies und das macht? Wenn man zu früh reingeht. Wieder vier Panzer. Oh, sind sogar mehr. Aber genug Raketen, Leute, regeln. Dass die dahinter sind, das ist richtig mies. Ruf erstmal durch, auf die Infanteristen drauf. Dafür ist ja auch ganz gut. Gucken, dass wir unsere nächsten Vorposten hier unten machen. Weil ich brauche noch Leute. Das ist noch zu wenig. Bleib's mal hier oben, Kollege. Natürlich werden sie gegrillt, das ist so geil. Weiß, Unit lost. Ist aber nicht schön. Kommt mal mit, wir müssen uns ein bisschen weiter ausbreiten. Mal die ganzen Fässer kaputt machen. Na, guck mal, wer sich eingenistet hat. Ein bisschen aufpassen jetzt hier. Oh, der kommt gut nach, der Kollege. Der kommt echt gut nach. Ordentlich Nachdruck machen hier. Kommt mal zurück. Grenadiere sofort überfahren, diese Mistteile. Hoffentlich schafft das noch nach oben. Alles gut, alles gut. Kriegen wir noch irgendwie hin. Kriegen wir irgendwie alles hin. Irgendwie funktioniert das immer. Nicht die Nerven verlieren. Dann sollen die mal mit hier runterkommen, die Leute. Ah. Runterkommen bitte. Nehmen wir mal alle mit. So, rausgenommen. Das Gebäude ist auch noch ein Ziel. Jo, ich weiß, Geld ist nieder. Tech Center ist raus.
Kann sich da mal hinpflanzen. Du pflanzt dich mal mit hier vorne hin. Jetzt warten wir wieder ein bisschen. Ich weiß, die Mission besteht noch aus Warten, aber sicher ist sicher, weil wenn man weit gekommen ist, möchte man jetzt ungern den Boden wieder weg haben. Genau, ich muss nämlich noch hier einen Kollegen hinschicken. Die lasse ich auch. Das ist der beste Schutz überhaupt. Ja, meine Flame Trooper, ne? Das ist ja... Haben wir da rausgenommen. Was macht ihr denn für ein Blödsinn? Du machst mal ein Minenfeld hier hin. Dann haben wir das Ziel auch erfüllt. Kann man mich wieder einklappen. Nee, kannst du gar nicht machen. Kannst nur switchen. Repair Mode und den anderen Modus habe ich jetzt überlesen. Schade eigentlich. Jetzt muss ich jetzt mal einen Ingenieur mit hier hinpacken, damit die ihre Fahrzeuge reparieren. Wenigstens sammeln die Sammler. Das ist schon mal ganz wichtig. So, gehen wir wieder auf den Repair Mode. Okay, wenn er einmal steht, dann steht er auch. Könnte nicht wieder hochholen. Sehr schade. Wäre aber auch ein bisschen mies. So, Population ist wieder voll. Das ist sehr gut. Gucken wir mal, was mit denen hinbekommen. Ja, natürlich. Durchfahren, durchfahren, durchfahren. Das ist der Vorteil vom Panzer. Wir hätten die überlebt. Hab ich ihn übersehen? Möglich. Kommen Sie mal mit. Wir haben noch was. Grenadiere, Grenadiere. Ganz, ganz mies. Ganz, ganz mies. Ganz, ganz miese Idee. So, regelt das, Leute. Regelt das. Und eine Geldkiste? Ist ja nicht so, dass wir eine Geldnot haben bei uns. So. Gut, dass ich mal geguckt habe. Das ist immer mies, wenn die Sachen kaputt gehen. Treten wir mal ein bisschen in den Arsch rein. Wenn ihr in die Basis reingeht, müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, wie ihr reingeht. Nicht, dass ihr das Event auslöst. Haut mal ab. Taktischer Rückzug. Und das muss ich machen. Ja, warte, 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 warte. Ich muss mich jetzt mal hier rum kümmern. Gerade ein bisschen viel. Ich brauche wieder Panzer. Ganz dringend. Diese Raketenleute sind ganz, ganz mies. Muss ich einmal kurz anhalten, bevor hier irgendwas passiert. Kann mich nicht auf fünf Sachen auf einmal konzentrieren. Das funktioniert leider nicht. Ganz mies, ey. Die sind so mies, die Leute. Unit ready.
Ach, das überlebt der Grenadier, perfekt. Ist ja nicht so, dass da genug Leute raus sind, ne? Und ist ja auch nicht so, dass er auch gut gepanzert ist. Passt mit Grenadieren auf. Passt da einfach auf. Überfahrt die einfach, die Idioten. Das ist so mies mit denen. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Fahrt ihr mal nach vorne. Wir machen das. Jetzt nicht kurz vor Schluss. Alles kaputt machen. Hab ich gar keinen Bock drauf. Mir egal, wie lange die Mission dauert. Ist doch vollkommen egal. Geht doch um den Spaßfaktor. Oh, eine Kiste. Ihr seht ja schon den roten Umkreis hier, wenn ihr da reinkommt, dann wisst ihr auch, wo der VIP nachher ist. Unit ready. So, das ist der nächste Triggerpunkt. Wir müssen den Weg abschneiden. Exfiltrationspunkt. Ganz toll gemacht. Super. Erstmal zerdonnern wir deine ganze Raffinerie. Dann hauen wir hier alles kaputt. Das löst die Kettenreaktion aus. Ja, geht mal ruhig durch das Tempest durch, Leute. So, einmal hier hinschmeißen. Dann kommt irgendwann mit. Okay, dann ist das Event aktiviert. Das ist natürlich ganz, ganz mies. Ein bisschen zu früh. Egal, komm, wir folgen einfach. Schnall den Weg ab. So, durch ist es. Überfahrt die Idioten, los! Ach ja, was eine geile Mission. Auf Insane gar kein Problem, das zu spielen. So, es kommt noch eine kleine Übersicht. Jetzt seht ihr auch hier oben Schwierigkeit Insane, Zeit 35, 37. Das ist doch genau dieselbe Zeit, wie ein Kollege das gemacht hat. Verrückt. Einfach nur verrückt. Solltet ihr auch drauf achten, auf was drauf. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Gut, das ist das Übliche. Einmal Objectives, Summary, Units, Buildings. Das Übliche wie auch bei der GF auch. Joa. Also ich sag mal so, die Mission war deutlich knackiger als die von der GDF. Und das können sie auch ruhig so drin lassen. Auch der Schwierigkeitsmodus, auch so wie das jetzt gerade war, das können sie so 1:1 übernehmen. Habe ich gar kein Problem mit. Da ist mal ein bisschen Spannung hinter und ein bisschen Herausforderung. Du musst aber ein bisschen mehr nachdenken. Wo gehst du zu welchen Punkten hin? Wie kannst du die absichern? Wie kommt der Gegner nach? Also in welchen Truppenstärken wird nachgezogen? Ihr habt ja gesehen, über zwei Fronten ist er angekommen. Mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Infanteristen sehr stark vertreten. Da muss man auch einen Weg finden, wie man die auch kurz und klein macht. Also der einfachste Weg, entweder macht es mit dem Panzer, fahrt drüber. Oder ihr stellt da so zwei, drei Flammtürme auf. Extra für die Infanteristen, weil die halten echt nicht viel aus. Die laufen einmal durch und sind weg. So, geht das jetzt hier weiter? Ja, gut. Jetzt kann man das wieder ganz normal bewerten. Bitte macht das. Bewertet das Spiel. Holt das Feedback. Ich werde mal jetzt noch fertig schreiben und denen das zukommen lassen. Ich hoffe, die ändern das dann auch. Wäre schön, wenn wir eine Steuerung bekommen wie in Tyrann Wars. Wäre ich super mit zufrieden. Echt. Ja gut, Leute. Damit mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann.